Mittlerweile setzen wir immer mehr Produkte in unsere Kollektion aus Baumwolle ein. Baumwolle ist ein natürlicher Rohstoff, das heißt, der wächst nach. Aber trotzdem ist natürlich Baumwolle auch mit Problemen in der Umwelt verbunden, vor allem beim Anbau und der Weiterverarbeitung. Beim konventionellen Baumwollanbau, da werden vor allem Monokulturen angebaut. Die Böden sind verödet, die trocknen aus. Es wird wieder mit Pestiziden dagegen gesteuert, Pflanzenvernichtungsmitteln, hauptsächlich auch genverändertes Saatgut. Das ist ein Teufelskreis, der da entsteht. Dem kann man entgegenwirken, indem wir auf Biobaumwolle setzen. Beim Anbau von Biobaumwolle sind nämlich genau diese schädlichen Dinge verboten. Das heißt, es darf kein genverändertes Saatgut eingesetzt werden. Die Böden müssen in einem Fruchtwechsel angebaut werden. Es dürfen auch keine chemischen Unkrautvernichtungsmittel oder Pestizide eingesetzt werden. So wird auch insgesamt viel weniger Wasser benötigt. Damit wir auch sicher gehen können, dass bei euch Bio ankommt, setzen wir in dem ganzen Prozess auf zertifizierte Baumwolle. Das heißt, es stehen Transaktionszertifikate dahinter, die den Weg der Baumwolle vom Feld über die Spinnerei, die Verarbeitung, Färben bis zur Konfektion nachvollziehbar und transparent machen. Dabei setzen wir auf Systeme, die sich nicht nur um den Umweltschutz kümmern, sondern die auch Sozialstandards und Gesundheitsschutz ganz hoch erachten und prüfen. So werden zum Beispiel Kinderarbeit und Zwangsarbeit schon auf dem Baumwollfeld auch überprüft, dass es nicht passiert und nicht mehr, wie sonst üblich ist, hinterher bei der Herstellung des Textils während der Konfektion. Auch Chemikalien sind ja häufig ein Problem und auch hier schauen wir, dass es eben nicht nur im fertigen Produkt verboten ist, sondern in der gesamten Kette. Das heißt auch beim Anbau der Baumwolle, bei der Weiterverarbeitung, dass die Menschen nicht mit den Chemikalien in Berührung kommen, dass die nicht in Abwässer in die Umwelt gelangen. Unsere Produkte aus Biobaumwolle, die erkennt ihr im Katalog oder auch im Online-Shop an dem JAKO Fair-Siegel, wie zum Beispiel die Teamline Organic oder auch die Teamline Base, die ich gerade anhabe. Allerdings gibt es da gerade ein großes Problem. Nur ca. 1-2% der globalen Baumwollproduktion sind überhaupt bio. Aber der Boom, die Nachfrage hier in Deutschland, in Europa ist natürlich riesig. Das heißt, es gibt kaum noch ein Angebot. Um dem wieder gegenzuwirken, ist es nun unser nächstes großes Projekt, mehr in die Umstellung der Baumwolle von konventionellem zu biologischem Anbau zu investieren. Das heißt, die Bauern dort zu unterstützen, Zusagen zu machen, ein System aufzubauen, weil die Umstellung selbst, die dauert dann mehrere Jahre und ist eben ein langwieriger Prozess. Ein großes Projekt, das wir zusammen mit unseren Partnern, mit anderen Partnern angehen wollen, um auch die notwendige Größe zu erreichen. Ganz in dem Sinne wieder our team for better world.